Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Auslegung des Sonntagsevangeliums. Vierter Sonntag der Osterzeit, Lesejahr B. Der gute Hirtensonntag. Wir beten um gute geistliche Berufungen zum Priestertum, zum Ordensstand und zur Ehe. So bitten wir jetzt am Anfang den Herrn. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du viele gute Hirten in deine Herde sendest. Wir bitten dich, dass du die Bischöfe mit Kraft aussendest und ihnen deinen Heiligen Geist schenkst, dass sie nicht blinde Blindenführer sind, sondern heiligmäßige und kühne Vertreter deiner Gnade und deiner Liebe. Herr, wir bitten dich für unsere Priester, wir bitten dich für alle Ordensleute, segne, stärke sie und richte sie auf. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir uns immer mehr nach dir ausrichten. Amen. Ihr Lieben, das Evangelium, wie der gute Hirtensonntag sagt, geht über den guten Hirten. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Das ist schon ein starkes Wort. Also der gute Hirt gibt sein Leben ganz hin. Das heißt, ihm sind die Schafe wichtiger eigentlich als sein eigenes Leben. Ich denke, man sollte noch überlegen, der gute Hirt ist natürlich auch stärker als der Wolf. Also was Jesus damit auch aussagen möchte, ist, dass er stärker ist als der Teufel. Da muss man natürlich auch mal klar sagen. Also Jesus ist stärker als der Teufel. Der Teufel muss nach der Pfeife Jesu tanzen. Ja? Bis hierhin und nicht weiter, wenn der Herr sagt, dann ist bis hierhin und nicht weiter. Da ist nicht viel zu machen. Also seid euch dessen bewusst, der Herrgott ist immer stärker. Weil viele haben dann Angst vor dem Bösen oder Angst jetzt auch vor Krieg und Unheil. Natürlich kann uns das drohen, aber der Herrgott ist immer stärker. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ihr Lieben, um gute Hirten zu beten, ich glaube, ist wichtiger denn je. Denn unsere Bischöfe, es gibt natürlich ganz unterschiedliche, aber drohen schon. Ich muss auf meine Wortwahl aufpassen, drohen schon den Meinungen der Menschen und den Medien hinterherzulaufen. Also ich bin in Görlitz noch mit einem sehr guten Bischof gesegnet, das muss ich auch sagen, Bischof Wolfgang. Man darf auch mal loben. Es gibt in Deutschland auch noch einige, die sich gegen den Wind stellen. Das muss man ehrlicherweise sagen, dafür bin ich sehr dankbar. Dennoch sind unsere Bischöfe sehr bedroht, denn sie kriegen von allen Seiten Schläge. Sie kriegen oft vom Volk Gottes Schläge, wenn was nicht so klappt, und sie kriegen von den Medien Schläge. Es ist also sehr schwer als Bischof wirklich sich nach dem Herrn auszurichten. Und ich glaube, das hängt an etwas, was ich mir in letzter Zeit öfters mir aufgefallen ist, nämlich am Thema Anerkennung. Wir Hirten, ich nehme mich mal ein als Pfarrer und Pater im Kloster, wir Hirten sind in der Gefahr, uns Anerkennung von den Menschen zu suchen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir alle nach Anerkennung suchen. Also jeder Mensch braucht Anerkennung. Jeder, ausnahmslos. Als Kinder brauchen wir Anerkennung unserer Eltern, später suchen wir Anerkennung von Menschen. Bestenfalls suchen wir die Anerkennung Gottes. Aber wir brauchen alle Anerkennung. Und die Gefahr ist, dass das Vatersein, das Pfarrer, das Bischof, das Hirtensein
damit einhergeht, dass man nicht wirklich Anerkennung bekommt. Jetzt sagt ihr, ja, das ist ja normal. Ja, den Punkt gebe ich euch. Es geht ja, man wird ja nicht Hirte, um Anerkennung zu bekommen. Wirst du nicht Hirte, weil die Schafe dann immer dich so toll loben, sondern du wirst Hirte, weil für die Schafe, ist schon klar. Ihr müsst nur müssen nachvollziehen, was ich meine. Der Hirte sucht, braucht auch Anerkennung. Und jetzt ist es echt gar nicht so einfach, sage ich euch ganz ehrlich, diese Anerkennung sich von Gott zu holen. Wirklich in die Stille zu gehen und sich von Gott diese Anerkennung und Liebe zeigen zu lassen. Ich glaube, daran hapert es oft. Und zweitens, nicht nur Gottes Anerkennung, sondern auch gute Freundschaften zu haben, die nicht interessiert sind an irgendwelcher Kirchenpolitik oder nicht interessiert sind, den Pater Isaac oder andere Hirten zu loben, sondern die dir ganz glasklar ins Gesicht sagen, was schiefläuft, aber dich auch loben für das, was gut läuft. Also eine ganz offene und herzliche Freundschaft. Ich muss auch sagen, dass ich mit einem Oberen oder mit Oberen gesegnet bin, die auch das machen. Also die mir ganz klar ins Gesicht sagen, pass auf, das war Blödsinn, was du da verzapft hast. Oder pass auf, das war gut, das war schön, da ist was Gutes passiert. Wir brauchen also einerseits Anerkennung von Gott und Anerkennung von den Menschen. Und da lade ich euch ein, vielleicht wenn ein Bischof zuschaut, dann die Bischöfe besonders. Ich lade euch ein, wirklich die Anerkennung im Gebet zu suchen. Wirklich in die Anbetung zu gehen und nicht zu sagen, Herr, ich tue jetzt dieses oder das für dich oder ich bete jetzt das für dich oder ich betrachte jetzt das für dich, sondern wirklich einfach mal wie ein kleines Kind zum Papa zu gehen und zu sagen, Herr, zeig mir, dass du mich liebst, zeig mir, was gut war, zeig mir, lob mich für das, was ich gut gemacht habe. Diese Anerkennung Gottes für einen wirklich anzunehmen. Ey Leute, als ich mir das so gedacht habe oder mir das im Gebet immer mehr gekommen ist, habe ich mir gedacht, oh, das ist ja peinlich, ich kann ja nicht zu Gott gehen und sagen, Herr, bitte schenkt mir Anerkennung, das ist doch, sträubt sich doch was in mir. Aber, jetzt kommt's aber, ich glaube, es hilft mir immer dieses Vater-Kind-Ding. Also, wenn ihr euch vorstellt, ein Kind kommt zum Papa und sagt, Papa, schau mal, ich habe das hier gebastelt. Schaut mal, ich habe hier eine schöne Bibelhülle von den Schwestern gemacht, mit meinem Wappen. Pfarrerswappen, das stellt es nicht scharf, ne? Naja, doch, da ist mein Pfarrerswappen, der Herr braucht den Esel. wenn ich jetzt als Kind zu meinem Papa komme und sage, Papa, schau mal, ich habe das gemacht, da sagt der Vater nicht, ja, jetzt, was willst du jetzt von mir, das hol dir doch, es ist ja ganz normal, dass Kinder malen. Nee, der sagt, wow, das hast du super gemacht, schön. Und wenn du zu deinem himmlischen Papa kommst, ich glaube, er möchte dich loben. Und wisst ihr was? Wir kommen uns peinlich vor, bei Gott Anerkennung zu holen. Also ich mir zumindest. Und ich glaube, viele Bischöfe würden sich auch peinlich vorkommen. Stellt euch vor, Bischof Betzing kommt zum Herrgott und sagt, Herr Jesus, bitte zeig mir, dass du mich liebst. Fühlt sich irgendwie peinlich an? Wenn er aber den synodalen Weg mit verzapft, um sich da Anerkennung von den Medien und von den Leuten zu holen, oder ich sage es mal ganz krass, weil das auch das Problem ist am synodalen Weg, der vorgeschobene Argument immer, wir arbeiten ja dadurch den Missbrauch auf. Der synodale Weg hat mit Aufarbeitung von Missbrauch so viel zu tun. Entschuldigung, ich muss echt aufpassen, was ich sage, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Argument ist so hanebüchen, dass ich gar nicht ernsthaft bleiben kann. Aber stellt euch vor, für uns ist es irgendwie peinlich zu denken, ja, holt sie die Anerkennung bei Gott oder wir holen uns die Anerkennung bei Gott, aber bei den Menschen, das machen wir irgendwie dann schon, wir holen uns die Anerkennung bei den Menschen. Und da liegt das Problem. Wir werden dann zum bezahlten Knecht. Ich glaube, dass wir Hirten in der großen Gefahr sind und gerade in Deutschland in einer so medialen Gesellschaft, die so wenig Glauben hat, aber so medial sich so viel um die Kirche kümmert, vollkommen unprozentual. Ne? Wie viele Leute gehen in die Kirche und wie viel kümmern sich die Medien um die Kirche? Also das steht in keinem Verhältnis. Aber in so einer Gesellschaft stehen wir in einer ganz, ganz großen Gefahr, als Hirte zu bezahlten Knechten zu werden. Und mit was werden wir bezahlt? Mit Anerkennung. Wir wollen relevant sein. Wir wollen was gelten. Wir, ich, meiner, mich, mir. Herr, segne diese vier. Leute, das ist krank.
Das ist krank. Ich sage es noch einmal. Wir Hirten, glaube ich, kranken ganz oft in unserer pastoralen Ausübung. Wir kranken, wir wollen die Anerkennung der Menschen. Und das ist krank. Dann werden wir zu bezahlten Knechten, zu Mietlingen, denen es nicht um die Schafe geht. Und das werfe ich uns Hirten schon auch in Deutschland vor. Das werfe ich wirklich vor. Und da braucht es tiefe, tiefe Umkehr. Und ich habe gemerkt in meinem Pfarrerdasein, dass das ein großes Problem ist, dass ich nach der Anerkennung der Menschen suche. Und ich schaffe es nicht immer, aber ich versuche immer wirklich auch dann jeden Tag noch einmal zusätzlich zu unserem Chorgebet eine Stunde Stille vor dem Allerheiligsten. Wenigstens eine halbe Stunde, wo ich die Anerkennung Gottes auf mich wirken lasse. Und das heilt viel. Versuch das auch mal. Versuch du das auch mal. Jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet. Jetzt machen wir aber noch die erste Lesung und die zweite. In der ersten Lesung sagt Petrus, Jesus ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Anerkennung. Was in Gottes Angesicht gut ist, ist oft in der Angesicht der Welt und vielleicht auch der Medien, wenn man mal bei diesen Kategorien bleiben will, schlecht. Und deswegen müssen wir ganz ehrlich sagen, wir müssen uns nach Gott ausrichten, nach dem Eckstein, der Christus ist. Und viele stoßen sich an diesem Eckstein, stolpern. Jesus ist ein Stolperstein, ein griechisch Skandalon, ein Skandal. Aber wir werden durch ihn gerettet. Und in der zweiten Lesung hören wir heute, deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie Jesus nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Doch aktuell ist noch nicht offenbar geworden, was wir sind oder was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir Gott ähnlich sein werden. Also ihr seid Kinder Gottes und konzentriert euch auf Gott. Er wird euch rechten. Er wird für euch sorgen. Es wird am Ende abgerechnet bei ihm. Und dieses tiefe Vertrauen wünsche ich euch, dass er da ist und dass er euer Vater ist, dass ihr Anerkennung von ihm bekommt. Dazu segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott liebt euch.